Hallo, liebe Deutschlerner, heute kommen Ausdrücke, Redewendungen und ein Sprichwort zum Thema Wald. Der Wald ist in Deutschland sehr wichtig. Es bestehen aktuell 32% von der Fläche Deutschlands aus Wald, früher noch mehr. Und viele Menschen gehen im Wald gern spazieren oder wandern und erholen sich im Wald. Im Wald sind Bäume und das Holz der Bäume ist auch wichtig zum Bauen von Häusern und für Möbel und bei manchen Menschen auch zum Heizen. Der Baum ist groß und stattlich. Und wir haben auch Respekt vor Bäumen, weil sie sehr groß sind. Ich spreche zum Beispiel über einen Freund, den die anderen nicht kennen. Und ich sage, oh, Günther ist ein Mann wie ein Baum. Der hat sehr viel Kraft. Hier ist Günther, ein Mann wie ein Baum. Im Wald sind unzählige Bäume. Ich kann sie fast nicht zählen. Und diese vielen Bäume lassen uns manchmal fragen, wo ist eigentlich der Wald? Wir können dann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Diesen Ausdruck, diese Redewendung verwendet man, wenn man zum Beispiel etwas sucht. Angelika sucht ihre Halskette. Im Schmuckkasten sind viele, viele Ketten, Ringe, Ohrringe und sie kann die Kette nicht finden. Da kommt ihre Freundin und sagt, meinst du diese hier? Oh ja, ich sehe ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Nun kommt ein sehr eigenartiger Ausdruck, auf dem Holzweg sein. Jemand ist auf dem Holzweg, das bedeutet, er ist auf dem falschen Weg. Der Weg führt nicht zu einem Ziel. Beispiel, ich sage zu einem Freund, oh, denke noch mal darüber nach, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Woher kommt diese Redewendung? Im Winter wird im Wald Holz gemacht. Bäume werden geschnitten und das Holz liegt dann überall im Wald. Und wir brauchen einen Holzweg, damit diese Stämme werden zu einer Straße transportiert, damit ein LKW sie abholen kann. Das heißt, diese Straße führt nur durch den Wald bis zu einer anderen Straße. Ein paar Monate später geht jemand wandern und sieht einen Weg und sagt, oh, lasst uns mal schauen, wo wir dahin kommen. Vielleicht zu einer Stadt oder einem Dorf. Und plötzlich endet der Weg. Die waren auf dem Holzweg. So, wenn zwei Personen streiten, sagt der eine, ich bin sicher, dass das stimmt. Der andere sagt, nein, du bist auf dem Holzweg. Jetzt möchte ich euch ein Sprichwort erzählen. Das Sprichwort lautet, wen man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Vielleicht kennt ihr das, dass auch in eurer Gegend, dass es einen Platz gibt, wenn ich etwas rufe, kommt eine Stimme zurück. Dieser Wanderer hier, der ruft zum Beispiel, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Und die Antwort kommt, Esel.
Das ist ein Echo. Also, so wie ich hineinrufe, so kommt es heraus. Der Wald antwortet nicht etwas anderes. Im übertragenen Sinn verwendet man das Sprichwort für Menschen. Wie ich einen Menschen anspreche, freundlich, unfreundlich, aggressiv, ruhig, so kommt auch die Antwort zurück. Hier seht ihr mich, wie ich mich im Urlaub fühle. Im Urlaub bin ich fit und ich habe Energie, ich habe viel Zeit für mich selbst. Und ich könnte Bäume ausreißen. Ich wünsche euch auch, dass ihr fit seid und Bäume ausreißen könntet. Tschüss, bis zum nächsten Video.